Hallo Leute, heute ist der 6.4., wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und heute ist der zweite Tag meiner Periode. Und ich wollte euch ein kleines Update geben. Also heute ging mit meinen Binden alles gut. Also ich hatte heute wieder Praktikum in der Früh. Dann bin ich zur Uni gefahren. Dann war ich zu Hause, hab gegessen, hab ein bisschen entspannt. Und dann bin ich zur Chorprobe gefahren. Und ich habe heute ich habe in der Früh die von der Nacht gewechselt, dann in der Uni einmal und bevor ich zum Chor gefahren bin, noch einmal. Und das hat gut geklappt. Ich hatte immer so Heavy- oder Overnight-Binden drin und heute glücklicherweise besser wie gestern. Dann allgemein, ich hatte heute ein bisschen Kopfschmerzen, so unterschwellig den ganzen Tag. Aber das liegt nicht nur an der Periode, sondern weil ich auch ein bisschen Stress habe. Ich habe morgen eine Deadline, die ich unbedingt einhalten muss, aber ich bin noch nicht so weit und ja, stresst mich ein bisschen. Ich hatte aber heute so Hitzewallungen. Also echt, plötzlich war mir richtig kalt. Aber immer nur ganz kurz und dann wieder richtig heiß. Und die meiste Zeit war mir wirklich, wirklich heiß. Und gestern Abend, nachdem ich das Video gemacht habe, bevor ich schlafen gegangen bin, war mir richtig, richtig, richtig kalt. Da habe ich erst die Decke bis an die Nase gezogen und mich richtig eingewickelt. Und heute war mir irgendwie die ganze Zeit viel zu heiß. Und dann saß ich immer im T-Shirt rum und so. Das ist manchmal ganz nervig, weil, naja, irgendwann kannst du halt nicht mehr ausziehen, wenn dir halt heiß ist. Das hatte ich heute ein bisschen. Ich hatte heute weniger, ich habe ja nicht wirklich Krämpfe, aber halt manchmal hat man so ein bisschen was gespürt, aber weniger als gestern. Und ich kriege langsam ein richtig schreckliches Pickelgesicht. Pickel, Pickel. Wunderschön. Nicht. ich versuche heute, ich habe eine Salzseife, die ich verwende für mein Gesicht. Eigentlich hatte ich vor, das jeden Abend zu machen, aber das halte ich schon lange nicht mehr ein. Und jetzt mache ich halt dann, wenn akut ist. Und es wäre heute mal die richtige Gelegenheit, wenn ich es nicht vergesse. Und ansonsten, soweit alles gut. Ich habe das Gefühl, heute ist halt nicht mehr so stark wie gestern, auch von der Menge her, sage ich mal. Und ich denke, ich melde mich dann einfach morgen wieder. Falls ich irgendwas vergessen habe, werde ich das halt morgen dann noch erwähnen. Aber ich denke, das ist es so ein bisschen. So, ich habe die Kamera ausgemacht und gleich ist mir noch was eingefallen. Zwei Sachen. Ich hatte heute auch mega Heißhunger auf alles Süßes, Schokolade sowieso und süß ohne Ende. Ich habe zwei Tafeln gegessen, eine 90 Gramm, eine 100 Gramm Tafel. Auch ein bisschen, um meine Nerven zu beruhigen wegen der Deadline, aber ich hatte heute einfach Süßigkeiten-Heißhunger. Und ich war heute auch irgendwie ziemlich emotional. Wir singen halt die Matthäus-Passion. Und da sind ja so ein paar Teile dabei, die schon so ein bisschen traurig und klagend sind. Und dann gerate ich auch so in Selbstmitleid und Traurigkeit. Und ich hätte manchmal fast losheulen können. Also es war jetzt nicht richtig, richtig stark, wo ich es manchmal habe. Zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke, dass ich gleich losheulen muss. Aber ich war schon so... Es war schon, sage ich mal, auf einer Skala von 1 bis 10 bei 6 ungefähr. Und das hatte ich heute den ganzen Tag so ein bisschen so Deprimiertheit, bisschen trübselig und müde bin ich auch den ganzen Tag schon. Und gestern war ich auch den ganzen Tag müde, obwohl ich echt genug geschlafen habe eigentlich, so für meine Verhältnisse. Und auch nur in der Nacht. Ich habe mich nicht über Tag hingelegt und geschlafen. Und das ist eigentlich immer mein Fehler, aber ich bin so müde. Und ich muss noch so viel machen eigentlich. Das ist echt ein bisschen doof. Naja.
Was wollte ich noch einfügen? Habe ich vergessen. Jetzt aber. Tschüss. Hallo Leute. Heute mal aus einem ganz kleines bisschen anderen Winkel aus meinem Zimmer. Heute ist der dritte Tag meiner Periode. Und ich habe endlich diesen einen Auftrag, den ich für die Uni machen musste, eingereicht. Und ich hoffe nur noch, dass ich es bestehe und dass ich das nicht nochmal machen muss. Aber ich bin so froh, dass das jetzt endlich vorbei ist. Bei mir liegt hier gerade alles voll Studienbüchern mit Laptop und ich habe mir jetzt zur Feier des Tages einen Bananenmilchshake gemacht. Das ist zwar schon eigentlich viel zu spät dafür, aber ich musste mir einfach irgendwas gönnen als Belohnung, weil ich es jetzt endlich hinter mir habe. Aber das ist ja eigentlich nicht das Thema. Aber ich habe nicht so viel zu erzählen, darum erzähle ich euch eben das mit meinem Auftrag da. Heute lief alles super. Ich habe halt nach dem Aufstehen mein Pad gewechselt, habe dann ein Heavy Overnight Pad reingemacht. Das hat dann auch bis zur Hälfte, also es hätte definitiv länger ausgehalten, aber ich habe es halt in der Hälfte des Tages gewechselt, weil es sich einfach irgendwie nicht mehr so gut angefühlt hat. Und jetzt habe ich halt das andere drin. Und da habe ich bis jetzt nur, schon seit ein paar Stunden, nur einen Tropfen, also einen Fleck drauf. Das heißt, heute ist irgendwie ein total Light Day. Vielleicht liegt es am Stress, ich weiß es nicht genau. Aber normalerweise ist mein dritter Tag nämlich nicht so schwach, sage ich mal, sondern ich habe meine Periode meistens 6 Tage. Und der dritte Tag ist eigentlich nochmal so ein Regular Flow Tag, sage ich mal. Und erst danach wird es ein bisschen schwächer. Das heißt, ja, ein bisschen komisch, aber ich habe es öfter mal so, dass ich einen Tag zwischendrin gar nichts habe oder nur ganz leicht und dann wieder richtig volle Kanne reinhauen. Aber ich werde sehen. Krämpfeweise, ich hatte nicht irgendwie was man als Krämpfe bezeichnen kann, halt schon, sage ich mal, ein bisschen was Ziepiges oder so, aber sonst nichts. Und ich hatte heute zwischendrin ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich denke halt auch, dass es einfach am Stress liegt. Und jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehr, ich bin nur einfach unglaublich müde. Aber ich habe diese Nacht auch ein bisschen zu wenig geschlafen. Und ich hatte wieder Heißhunger auf Schokolade ohne Ende. Also ich bin extra in den Supermarkt gegangen und habe mir tonnenweise Schokolade gekauft. Und dann, als ich die angefangen habe zu essen, ich habe mir so eine 300 Gramm Packung gekauft und ich habe die Hälfte schon weggegessen. Aber irgendwie war mir die dann zu süß, als ich sie gegessen habe. Total komisch. Und dann habe ich mich noch zurückgehalten. Und ja, genau. Das hatte ich heute. Heißhungerattacke auf Schokolade. Ja, und das war es eigentlich auch. Ich genieße jetzt meinen... noch ein Stückchen. Mein Bananencheck. Ich hatte leider keine Milch mehr. Darum habe ich jetzt griechischen Joghurt genommen, weil das Einzige war, was ich hatte. Und mit einem Bananencheck zu machen, schmeckt ein bisschen säuerlicher wie sonst, aber auch nicht schlecht. Und ich habe ganz viel Zimt drin. Sehr lecker. Naja, das war's auf jeden Fall für heute. Und wir sehen uns dann bei meinem Update morgen wieder. Tschüss! Hallo Leute! Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den Period Vlog gemacht habe, beziehungsweise dass meine Periode war. Ich habe nämlich die letzten 2-3 Tage nicht mehr gefilmt. Es ist auch nichts Besonderes passiert, aber ich dachte, ich schließe den Vlog jetzt trotzdem mal ab, weil ich erstens noch eben ein paar Sachen zu erzählen habe. Zweitens möchte ich gerne wissen, wie dieses Format bei euch ankommt, ob es euch interessiert, ob ich das weitermachen soll oder lieber nicht. Und drittens habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und auf die Ankündigung freue ich mich besonders sehr und die kommt eben am Ende des Videos. So, gehen wir erstmal nochmal zurück zu meiner Periode. Also die letzten
Ich glaube, ich habe am vierten Tag aufgehört. Ich hatte insgesamt 6,5 Tage sozusagen. Also die nächsten 2 Tage hatte ich noch, sage ich mal, relativ leichte Blutung. Es ging alles gut mit den Pads und ich hatte auch keine Schmerzen mehr. Ich habe nur im Dekolleté total viele Pickel bekommen. Die fangen jetzt so langsam an abzuheilen. Aber ansonsten war dann auch nichts mehr Besonderes. Was ich noch rausgefunden habe, ist, dass dieses Pad, das ist von Angel Pads, seht ihr hier, war das einzige, was oder eines der wenigen, die beim Fahrradfahren keine Probleme gemacht haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier eben so 2 Snaps hat und auch Metall-Snaps. Und ja, das hat mich beim Fahrradfahren nicht gestört und bei vielen anderen ist es eben sehr wohl so, dass es mich stört. Und ja, habe ich jetzt rausgefunden und ist eine ganz gute Sache, um zu wissen. Aber ansonsten gibt es, denke ich, nichts weiteres zu erzählen. Ich werde am Ende des Monats wieder ein What I Wear This Month hochladen. Dann seht ihr nochmal alle Pads, die ich benutzt habe. Wir sind gerade hier in diesem Stoffbeutel, sind schon wieder sehr viele. Und das sind noch nicht mal alle. Und ja, dann genau, wollte ich euch fragen, schreibt bitte in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt. Ich werde hier in die Infokarte, ich glaube, die ist hier drüben, ich werde da auf jeden Fall eine Umfrage reinmachen. Da müsst ihr dann nicht, wenn ihr keine Lust habt, nicht so viel tippen, sondern einfach da draufklicken, ein Häkchen setzen bei mir gefällt dieses Format oder eben nicht. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann bitte in die Kommentare. Und zur dritten Sache, ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar bin ich unter meinem letzten What I Wear This Month darauf aufmerksam gemacht worden, dass es die deutsche Stoffbindenmarke Libadi gibt. Die habe ich auch schon öfter gehört und ich habe mich auf der Webseite auch schon öfter umgeschaut. Aber ich habe da bis jetzt noch nicht bestellt. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, wenn man YouTuber ist und diese Themen hier bespricht, so wie Reusable Menstrual Products eben oder wiederverwendbare Menstruationsprodukte auf Deutsch, dann hat man die Möglichkeit, sie zu kontaktieren und ein gratis Testpaket zu bekommen. Und das habe ich gemacht. Und ja, ich habe ein bisschen meine Vorstellungen geschrieben, aber nichts Konkretes. Also ja, ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte das, das und das, sondern ja, bei mir wäre es gut, wenn ich einfach eine große Variation an Sachen hätte, um es halt einfach gut zu testen und euch gut zu vermitteln. Und ich bekomme, also heute ist Dienstag nach Ostern, der 18.04. glaube ich. Und sie haben gesagt, sie verschicken es nach Ostern und ich hoffe, ich bekomme das Päckchen dann bald. Und ich werde in der Woche vom 23.04. bis zum 30.04. auf jeden Fall das Auspackvideo machen und versuchen hochzuladen. Und wenn ich sie dann richtig ausgetestet habe, dann bekommt ihr natürlich auch noch ein Review-Video dazu. Die Webseite dafür ist unten auf jeden Fall verlinkt. Wenn euch jetzt schon interessiert, wie die Sachen so sind, dann schaut da gerne vorbei. Und auch bei den folgenden Videos natürlich kriegt ihr immer die Webseiten dazu. Und ja, das ist eine kleine Ankündigung. Und damit würde ich jetzt sagen, ist der Period Vlog abgeschlossen, denn er ist wahrscheinlich schon ziemlich lang. Vielleicht unterteile ich den auch in mehrere Teile. Das weiß ich noch nicht, aber das seht ihr dann ja. Und genau, macht bei der Umfrage mit, bitte, bitte, bitte. Dann weiß ich, ob ich dieses Format verfolgen soll oder nicht. Und vielleicht, ja, mache ich es auch in Zukunft ein bisschen anders, weil so alleine vor der Kamera zu sitzen, ist vielleicht auch nicht die, ja, interessanteste Variante. Aber das sehen wir ja dann. Ihr könnt, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge da lassen. Es war jetzt ein kleines Experiment und ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. So, jetzt aber lassen wir es dabei. Ihr könnt aber hier an der Seite noch 2 alte Videos von mir anschauen. Die sind hier verlinkt. Und hier auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich sehr freuen. Gebt auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, Umfrage. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.